Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier zurück zur Nürtinger Fight Night. Wir befinden uns schon im Kampf Nummer 9. Die Lokalmatadorin Charlie Glaser tritt an mit den roten Handschuhen gegen Sarah Kobaisi. Ein sehr vielversprechender Kampf. Zwei sehr erfahrene Kämpferinnen, die auch schon große Titel vorweisen können. Die Charlie Glaser, unter anderem AFSO World Champion. Im K1 in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm, WKU World Champion im Full Contact bis 57 Kilogramm, European Champion in der Gewichtsklasse 57 Kilogramm und in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm. Und auf der anderen Seite mit den blauen Handschuhen kämpfend Sarah Kobaisi, unter anderem deutsche Meisterin. Also ein sehr vielversprechender Kampf, zwei erfahrene Kämpferinnen. Die Sarah bisher 12 Kämpfe, 11 konnte sie gewinnen, 4 davon vorzeitig. Und auf der anderen Seite Charlie mit 15 Kämpfen, 13 Siegen und 2 Knockouts. Angesetzt sind 3 Minuten pro Runde und insgesamt 3 Runden im K1. Und in der Gewichtsklasse bis 55 Kilo. Gestern war die Waage, beide Kämpferinnen waren da nahe dran und haben das Gewicht gebracht. Von der Größe her sind sie ähnlich. Sarah hat hier die Nase vorn. Charlie hat hier die Nase vorn mit 4 cm. Eine Körpergröße von 1,69 Meter. Sarah kommt auf 1,65 Meter. Sie ist ein bisschen jünger, 21 Jahre. Charlie 27 Jahre. Aber von der Kampfbilanz auch recht ausgeglichen. Auf jeden Fall zwei Kämpferinnen, die hier auf Augenhöhe kämpfen sollten. Zumindest was auf dem Papier steht. Schöne Kombinationen, Uppercut, lange Gerade, versuchter Kick noch auf den Körper. Ja. Sarah Kobaisi versucht hier gleich nach vorne zu kommen. Sie versucht Erfolg zu haben in dem Vorwärtsgang. Technisch beide auf jeden Fall auf einem sehr hohen Level. Und wir sehen hier auch immer abwechslungsreich. Es wird das Knie eingesetzt, die Low-Kicks eingesetzt, innen und außen, Uppercuts, Front-Kick. Ja. Ja. Sarah hier ein bisschen aktiver in Form von, sie versucht auch mehr Low-Kicks anzusetzen, aber auch dann direkt gute Kombination mit dem Uppercut hinterher zu gehen. Ah, das ist natürlich verboten. Da muss sie aufpassen, auf den Hinterkopf schlagen. Ja, sehr starke erste Runde. Ausgeglichene erste Runde. Hohes Tempo. Jetzt muss man schauen in der zweiten Runde. Aber das sieht jetzt auch, wenn ich in die Ringecke schaue, zu Massimo De Lorenzo, der Trainer von Charlie Glaser. Ist auch ganz ruhig und auch zufrieden mit ihr. Mal tief durchatmen, sich vorbereiten auf die zweite Runde. Nochmal ausmachen, wo die Schwächen liegen vom Gegenüber. Strategie finden. Und dann im besten Fall ja auch, dass auch alles ankommt da bei der Kämpferin. Aber wie gesagt, Charlie ist da auch schon sehr erfahren, hat Weltmeisterkämpfe hinter sich gebracht, hat im Ausland gekämpft. Ich denke, sie kann das ganz gut einschätzen, aber auch auf der anderen Seite, die Sarah bringt auch genügend Erfahrung mit, um das umzusetzen dann auch, was einem der Trainer sagt. Und das ist auch die Kunst. Von außen sieht man dann doch auch vielleicht immer ein bisschen mehr. Wo liegen die Schwächen, wo liegen die Stärken beim Gegner? Geht die Strategie auf, ging die Strategie auf der ersten Runde? Jetzt auch hier wieder direkt die Sarah im Vorwärtsgang. Das hat sie auch schon in der ersten Runde versucht. Und Charlie versucht da die Lücken zu finden. Und genau, das macht sie gut, sie dann doch auf Distanz wieder zu halten. Nicht, dass sie zu sehr in den Kampf reinkommt und sie durch den Ring treibt. Das ist hier ausgeglichen. Charlie weiß da sehr gut zu kontern und die erste Offensive abzuwehren. Goran Filipovic ermahnt Sarah, mit dem nicht zu tief zu gehen oder auch mit dem Knie nicht zu tief zu schlagen. Ja, sehr schöne Treffer. Jetzt Führungsstrategie. Jawohl.
Ja. Charlie versucht hier auch die Innen-Low-Kicks zu blocken, geschickt. Auch hier dann die Kraft aus den Schlägen zu nehmen. Das ist hier auch gelungen, eindeutig weniger Low-Kicks. Ja, das war's dann auch. Aber jetzt hier eine schöne Kombination, High-Kick. Und dazu noch eine schöne Gerade von Charlie, aber Sarah lässt das nicht lange auf sich sitzen und reagiert entsprechend mit einem Konterangriff. Marschiert nach vorne, zeigt Aktivität und will sich hier auch die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Also wirklich beide Kämpferinnen sehr, sehr stark. Deckung bleibt oben bei beiden Kämpferinnen. Sie geben die jetzt noch nicht auf. Die Hände haben wir heute Abend ja schon ein paar Mal gesehen, dass dann schon in der Runde 2 die Hände nicht mehr oben waren. Und das ist natürlich immer eine große Gefahr, dass man sich dann auch eine Gerade einfängt oder auch einen Kopfhaken einfängt. So, wer setzt hier die klareren Treffer? Es ist immer noch nicht wirklich auszumachen. Charlie versucht so einen Kniekick, dazu noch direkt einen schönen Frontkick dazu gepackt. Ja. Dann wieder auf der anderen Seite, schöne Boxkombination von Sarah, Jab Punch, dazu noch eine Körperhaken-Kombination. Da muss Charlie ein bisschen aufpassen, dass sie da rauskommt, wieder aus der Ecke. Ja, jetzt atmen schon beide sehr schwer. Das Ende der zweiten Runde ist jetzt gerade eingeläutet. Man hat es dann schon 3 Minuten. 3 Minuten können sehr, sehr lange sein im Ring. Das ist ein ganz netter Vergleich, wie ich finde, ist immer, wenn man zum Beispiel auf eine Tatanbahn geht ins Stadion und Intervalle läuft, wie 400 Meter oder 800 Meter Intervalle. Wir sind jetzt in dem Bereich von 800 bis 1000 Meter von der Zeit her mit einer Runde a 3 Minuten. Nur, dass man nicht nur konditionell an sein Äußerstes gehen muss. Man bekommt auch noch in dem Fall, immer muss man aufpassen, dass man sich nicht noch eine einfängt, dass man nicht einen Punch kassiert, eine Gerade kassiert oder einen Low-Kick kassiert. Das ist der Unterschied. Also wirklich, beide Kämpferinnen müssen konditionell auf einem sehr hohen Level sein, um das Tempo durchgehen zu können. Das sieht aber auch gut aus. Wie gesagt, beide sind ja auch recht erfahren, atmen tief. Ich sehe es jetzt gerade in der Ecke. Massimo versucht seiner Kämpferin noch die letzten Tipps mit auf den Weg zu geben. Aber auch Sarah sieht hier zuversichtlich aus und Goran Filipovic gibt ihm jetzt nochmal die letzten Hinweise für die letzte Runde, fair zu bleiben, fair zu kämpfen und auch auf ein paar Dinge Acht zu geben, wie den Kopf nicht zu tief zu nehmen. Ja. Aggressivität haben beide, stimmt. Ja. Schöne Kombination mit Kicks und Armarbeit, Fußarbeit, ja, das ist wirklich spannend zu sehen, technisch gut. Jetzt müssen sie nur schauen, dass einer von beiden, eine Kämpferin von beiden hier Oberhand bekommt in der dritten Runde. Das wird die entscheidende Runde sein. Das ist ein ausgeglichener Kampf bisher. Mal sehen, knappe Entscheidung wird das sicher werden. Deckung ist noch da, Hände sind auch nach oben von Charlie. Aber der Blick sagt alles von Sarah Kubaisi. Sie will hier gewinnen. Sie lässt nicht locker, sie lässt nicht nach. Und was nicht immer so einfach ist, ja, hier auch eine wirklich schöne Kombination. Jab, Punch reingegangen, Low Kick dazu gepackt. Also wirklich klasse. Weitere Mahnung von Goran Filipovic, nicht zu klammern, nicht zu halten. Sarah, Charlie muss jetzt mehr tun, sie muss mehr arbeiten, soll sich nicht wegdrehen, auch hier die Ermahnung, nicht, es ist gefreut. Und hier ein Wirkungstreffer erzielt. Die Runde geht auf jeden Fall an
Sarah, wenn jetzt nicht noch was passiert, Charlie muss jetzt versuchen, nach vorne zu kommen, in den Kampf zu gehen, den Kampf anzunehmen, weil Sarah ist da schon sehr überzeugt, ja, motiviert. Sie lässt nicht locker, sie bleibt dran. Und auch hier versucht sie wieder, Charlie zu stellen in der Ringecke. Ja, jetzt schöner Treffer von Charlie Glaser, aber auch hier ohne Wirkung. Sarah bleibt dran, bleibt an der Kämpferin. Aber Charlie hat sich auch wieder erholt vom Niederschlag. Ja, da kam ein Highkick aus dem Nichts, das hatte sie richtig gut ausgeschaut, die Sarah. Ja, auch Charlie hat jetzt wieder die Luft gefunden, nochmal alles zu geben. Ja, das braucht man gerade am Ende, jetzt auch nochmal die Punkte Richter zu überzeugen mit klaren Treffern, mit Aktion, aber sich nicht in die Ecke drängen zu lassen. Ja, da hat sie, also die hat sich geholt, die dritte Runde. Jetzt bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis. Vollgas gegeben haben. Kämpferinnen, in Mitte. Der Sieg geht einstimmig nach Punkten in die blaue Ecke und somit an Sarah Kobaisi. Gegangen, beide haben Gas gegeben. Das ist ganz großer Kampfsport.